Schöner hätten sich die Bayern das Eröffnungsspiel nicht malen können. Ihre Arena erstrahlt gegen den HSV in besonderem Glanz. Eine neue LED-Beleuchtung sorgt für ein regelrechtes Lichtspiel. Genau der richtige Rahmen für den Start in eine Saison, in der die Bayern einen neuen Rekord jagen. Unser Ziel ist bekannt. Wir wollen etwas schaffen, was bisher noch keiner Mannschaft vorher gelungen ist. Den Titel zu verteidigen und damit zum vierten Mal in Folge eben zu holen. Das wird kein Selbstläufer, das weiß ich auch, weil die Konkurrenz wird versuchen, an uns zu kratzen. Rummenigge ambitioniert wie immer. Ein weiterer Weltstar soll dafür nicht mehr kommen. Kevin De Bruyne sei zumindest vorerst kein Thema mehr. Liebe Grüße nach Wolfsburg. Ich bin eigentlich ein Freund davon, Laufzeiten eines Vertrages zu respektieren. Es ist bekannt, dass der Spieler, glaube ich, noch bis 2019 einen Vertrag hat. Und wir werden da sicherlich dem VfL Wolfsburg keine Kopfzerbrechen bereiten, wie das vielleicht der ein oder andere Club aus England im Moment tut. Also da kann ich Klaus Allofs beruhigen. Man könnte meinen, ein feiner Zug der Bayern. Allerdings erwähnt der Big Boss nicht, dass Vidal und Costa aus ihren laufenden Verträgen herausgekauft wurden. Bis zum Ende des Transferfensters kann nach wie vor noch einiges passieren. Es bleibt ein Fragezeichen hinter Mario Götze. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt zum Thema Mario Götze. Mario muss am Ende des Tages die Entscheidung fällen. Natürlich sind auf seiner Position, gibt es große Konkurrenz. Aber seine Vertragslaufzeit ist bekannt. Er hat noch 2 Jahre Vertrag und er hat dem Club mitgeteilt, dass er eben hier bleiben möchte, dass er sich da durchsetzen will in diesem Jahr. Und dazu wünsche ich ihm persönlich viel Glück. Ein Gesicht will Rummenigge unbedingt behalten, das von Thomas Müller. Aber Manchester United lässt nicht locker und baggert weiter. Jeder von Ihnen kennt ja auch unseren alten Freund Louis van Gaal. Der ist ja sehr sturköpfig in diesen ganzen Dingen und meint vielleicht, irgendwann gibt es den Preis bei Bayern München, wo dann Bayern München das Nachdenken anfängt. Aber es gibt diesen Preis schlicht und ergreifend nicht. Geld strömt bei den Bayern nämlich reichlich. Soeben haben sie den Vertrag mit einem Hauptsponsor verlängert.